Du bist Deutsch? Jo. Top, ich muss eigentlich mal Menschen nur noch in die Fresse ziehen. Einer ist auf dem Stein vom Garten. Schön. So, oh, ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich habe nur auf dem linken Ohr Sound. Das ist natürlich auch immer eine gute Grundvoraussetzung. Die sind schon oben irgendwie. Einer ist, und der hat einen Anhalt, aber ich habe auch Glow. Oh, diesen Shot. Mit Leck. Komm, schön. Ja, dafür hast du die ein. Sehr, sehr gut. Verdient sich gut. Die Frage, wie viele Mehlwürmer in einer Schale passen? Du, das sind die elementaren Fragen des Lebens. Der Arsch, der hätte mich jetzt geholt. Der andere ist auch dahin. Du, aber ich glaube, die Antwort, wie viele Mehlwürmer in eine Schale passen, kann nur ein professioneller Mehlwurm schaden. Stimmt natürlich. Von wo kommt der? Kommt die Treppe hoch. Ich habe ihm 27.1 gegeben. Er hat dir anscheinend etwas mehr als 27.1 gegeben. Digga, kann es sein, dass unsere Gegner so leicht bis mittelbar sind? Und ich glaube, wo du drauf gehst, ist, wenn unsere Gegner hacken. Aber ich würde fast schon so weit gehen, um zu sagen, dass das endlich mal Gegner sind, die mich hacken. Ich weiß, was ich glaube. Der Typ nicht Mehlwurm-freundlich ist. Unsere Gegner sind fast, jetzt mal legit, Digga. Unsere Gegner sind safe so lost wie Trimax oder sowas. Hab den noch nie spielen sehen, keine Ahnung. Der spielt kein CS, aber von ihm stammen Aussagen, wie ich habe gerade genießt. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben vorher genießt. So, können wir jetzt, Martha, kommst du mal? Ich komm, ich hab Warteschlange, 140 Sekunden. 140 Sekunden? Das geht dauerhaft. Das ist ja eine Dreiviertelstunde. Wie lost kann eine Person sein? Boah, aber. Digga, der erste wieder rein. Der hat dich gesehen. Der hat gesehen, wohin du gegangen bist. Ey, erstmal in die andere Richtung. Ja, aber ganz kurz: 027 ist schon stabile Kaliber. War echt ein Aim von einem Toastbrötchen. Boah, was? Nein, scheiße. Schön, letzter oben. Och, Digga, er hat 50 HP. Und er hat jetzt einen Kill. Steht wahrscheinlich immer noch da in diesem kleinen Kleiderschrank rechts. Nee, vielleicht auch nicht mehr. Auf jeden Fall stabile Mehlwürmer, die Typen. Aber ich hätte eigentlich schon 9-0 gegen die erwartet. Du bist mit Kill von Turnpower rein. Ja, hab ich auch gedacht. Und vor allem, es war die schwierigere Seite. Das ist leicht, Staatsbegleiter. War ich tot, ey. Krass. Ja, auch. Boah, ist eher mega. Ja, ich weiß, das ist schon ein bisschen. Ein bisschen Lex. Beide auf dem Stein, beide anhit. Okay. Ich glaube, die haben angemacht. Fuck. Ich hab ihm 80 gegeben. Über 80 sogar. Jetzt müssen wir mal ganz kurz serious spielen, weil die Typen haben vorhin nichts geschissen bekommen. Sehr schön. 50 HP. Er darf halt. Gib mir nur noch Headshots. Und davon haben die nichts gerissen bekommen. Dann mit Lene. So, jetzt hab ich meine Orb und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz, wie man gerade ausschießt. Was hab ich erstmal? Er gibt mir nur noch Headshots, der hat an. Also siehst du das? Siehst du, ja, okay, der Typ spielt ziemlich interessant. Ja, okay, der Typ hat, glaube ich, angemacht. Nein, der hat 200% angemacht. Zu 100%. Okay, ganz kurz. Ich habe jetzt eine letzte Counter-Strike, die uns den Arsch retten könnte. Noob down. Cheater immer noch auf dem Stein. Schön. Cheater ist auf jeden Fall tot. Ja, das müssen wir aber nochmal so hinbekommen. Wenn wir hier noch ein paar Mehlwürmer hätten, dann wäre das, glaube ich, etwas einfacher. Schön, letzter Cheater. Vergessen hat aber eine elementare Sache. Der Toni, der hat auch an. What the fuck? Der Typ hat so einen komischen Fokus. Schön. Also ganz kurz, der Typ hat 300 Stunden in CS. Ich glaube dem irgendwie nicht so ganz, dass er clean sein soll. Das Ding ist, er gibt mir nur Headshots. Ich bin nur durch Headshots bisher gestorben. Toll. Digga, der Typ ist... jetzt report den bitte, den Ober. Der Typ hat er aber definitiv angemacht. Der hat in der ersten Half, wir haben 6 Runden voll. Oh! Ah, Uprank oder was? Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Das nervt mich aber so, dass ich irgendwie nie upgerankt werde. Du hast in der letzten Runde, die wir gezockt haben... Ja, einmal nach 1000 Jahren wieder uprankt. Na dann, wie viele Likes, Kommis und Abos wollen wir darauf sehen? 500 Millionen, 50.000, mindestens 30. Ja, top. Dann schaut unbedingt auf meinen Twitch vorbei. Bis dahin. Ciao. Schön trainieren. Schmeckt den Like-Button, 20.000 Likes, Digga. Sind wir mal ehrlich, wir sind alle schon langjährige Wichser.